Videobotschaft erreicht euch aus dem Regenwald Kolumbien, der heute besonders regnerisch ist. Wir schicken euch diese Videobotschaft, weil wir leider nicht persönlich im Link sein können. Heute zur Verleihung der UNESCO-Auszeichnung. Aber wir möchten die Chance gerne nutzen, um unser Projekt Studio Sustainability Adventure, also Welle dein eigenes Nachhaltigkeitsabenteuer, für Videobotschaft vorzustellen. So, nun sind wir zurück, direkt aus dem Regenwald in Kolumbien, wieder nach Linz mit der Videobotschaft, bei der wir kurz unser Projekt, das heute ausgezeichnet wird, vorstellen wollen. Wir, das sind Valentina und Matt. Und wir sind beide vom Forum für nachhaltige Visionen in Aktion. Und unser aktuelles Projekt heißt Choose Your Own Sustainability Adventure oder auf gut Deutsch, wähle dein eigenes Nachhaltigkeitsabenteuer. Und worum geht es genau in dem Projekt? In unserem Projekt Choose Your Own Sustainability Adventure geht es, wie der Name schon sagt, darum, dass wir Nachhaltigkeit als ein Abenteuer auffassen und es Schülern auf diese Weise spannend und positiv näher bringen. Und wir sind die zwei Abenteurer, die durch die Welt gehen und dabei Nachhaltigkeitsinitiativen entdecken und damit die spannende Seite der Nachhaltigkeit für Schulen erkunden möchten. Wir haben drei Schulklassen, zwei in Retz und in Wien und eine in den USA, um eine internationale Komponente mit reinzubringen, einen Kulturaustausch und auch die Sprache Englisch spannend und attraktiv und nützlich zu machen für den Unterricht. Es geht darum, dass wir Schulklassen auf spannende Weise mit Initiativen der Nachhaltigkeit vertraut machen, überall auf der Welt, damit sie zum einen nicht nur verstehen und eine genauere Idee davon bekommen, was eigentlich Nachhaltigkeit ist, sondern auch Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen kennenlernen. Ja, und was ist genau der Bildungsaspekt davon? Also wie binden wir dann die drei Schulklassen ein, die dann uns mitverfolgen? Oder erklär dann das? Genau. Auch. Also es ist so bei unserem Projekt, dass wir ein E-Learning-Projekt designt haben, bei dem wir mit den Partnerlehrern in Retz, in Wien und in Lakewood per neue Medien in Austausch stehen. Zum Beispiel ist es dann so, dass wir, um die Schulklassen besser einzubinden, ein- bis zweimal pro Monat eine Challenge auf unserer Homepage stellen oder per Mail an unsere Partnerlehrer in Wien, in Retz oder in Lakewood in den USA schicken und dort unsere Partnerlehrer gemeinsam mit ihren Schulen ein Nachhaltigkeitsfeld abdecken, das tatsächlich direkt mit unserer Reise zu tun hat. Diese Challenges, das hört sich irgendwie interessant an. Wie kann man das sich vorstellen? Wie funktioniert eine Challenge? Wie läuft es ab? Also wir haben unterschiedliche Themenbereiche, die wir im Bereich Nachhaltigkeit abdenken möchten. Und zwar haben wir bisher Landwirtschaft und Ernährung, Mobilität, Energie, Abfallmanagement und als letzte Challenge nachhaltigen Tourismus als Themen gehabt. Das schaut dann so aus, dass wir vor einer konkreten Herausforderung auf unserer Reise stehen, die Herausforderung auch beschreiben, worin besteht sie, und die Schulklassen darum bitten, dass sie uns bei der Lösung der Herausforderung helfen. Als Belohnungseffekt für jede gelöste Challenge setzen wir real um, was Sie herausgefunden haben. Kannst du zum Beispiel unsere Route ein bisschen beschreiben? Wo haben wir angefangen? Wo endet dann diese Reise? Wir haben bei unserer Partnerschule in Lakewood am Schuljahresbeginn mit dem Fahrrad begonnen und sind dann die Westküste in den USA runtergefahren. Teilweise haben wir auch Züge genommen, wenn die Schüler das so entschieden haben. Und wir haben dann ab Mexiko unsere Fahrräder in den USA gelassen und sind per Bus auf dem Landweg
weitergereist durch ganz Zentralamerika und sind jetzt eben in Südamerika, wo wir mit dem Segelboot von Panama nach Südamerika übergesetzt sind. Als nächste Stationen wird es dann weitergehen. Zurück zum Schuljahresende wollen wir wieder in Wien sein und dort gemeinsam mit unseren Schulklassen unser Projekt abschließen, evaluieren und dann in das nächste Schuljahr. Das heißt, dass es im nächsten Schuljahr eine neue Auflage gibt? Ja, im nächsten Schuljahr geht das Nachhaltigkeitsabenteuer weiter und wir sind wieder offen für neue Abenteuer in der Welt. Dieses Mal werden wir auf dem Landweg nach Asien reisen, per Zug vor allem. Und dort stellen sich uns natürlich wieder neue Herausforderungen, die wir gemeinsam mit unseren Befreundeten und unseren Partnerschulen lösen möchten. Wir hoffen, wir haben Ihnen jetzt einen kleinen Überblick über unser Projekt gegeben. Bei weiteren Fragen ist eine Vertretung unseres Vereins, die Kerstin Boja, anwesend und kann Ihnen gerne noch mehr Auskunft geben zu unserem Projekt. Leider können wir nicht dabei sein. Wir wären sehr gerne dabei gewesen. Aber zu diesem Zeitpunkt, wo Sie diese Nachricht anschauen, sind wir auf dem Frachtschiff auf der Atlantik zwischen Südamerika und Europa, wo wir dann demnächst ungefähr gegen Ende Mai ankommen werden. Wir freuen uns schon auf die Berichterstattung von Kerstin von der Veranstaltung und wünschen Ihnen noch ein frohes Schaffen und alles Gute auch den anderen ausgezeichneten Projekten.